Servus YouTube und herzlich willkommen hier zur 9. Folge von Breaking Point in F1 2021. Es geht also weiter, Freunde, nach der letzten Folge, wo wir unter anderem das Rennen in Belgien hatten, welches wir tatsächlich gewinnen konnten. Also für die Leute, die es nicht gesehen haben, unbedingt nachholen. Und das Aston Martin Team scheint sich in eine gute Richtung zu entwickeln. Kaspar Ackermann wird zwar am Ende dieser Saison seine Karriere beenden, aber bevor er das Ganze tun will, möchte er Aiden Jackson in den Mercedes bringen. Wie er das Ganze anstellen wird, werden wir, denke ich mal, jetzt in den nächsten Kapiteln erfahren. Ich bin mega hyped darauf, wie die Story weitergehen wird. Ich hoffe, euch geht's genauso. Vergesst den Daumen nach oben nicht, Freunde. Das dritte Video könnte heute auch noch kommen. 2000 Daumen nach oben sind wie immer das Ziel. Und ansonsten gibt's, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Abo, Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus. Und wir springen zum nächsten Kapitel. Kapitel 13. Nach einer beeindruckenden Erfolgssträhne und mit neu gewonnener Konzentration und Zielstrebigkeit hoffte Kaspar Ackermann, genau wie Aston Martin, dass sie auf dieser Leistung aufbauen können. Sie sind auf dem Weg zum Grand Prix in Sochi in Russland und in das letzte Drittel der Saison von 2021. Wir sehen es hier also, Freunde. Der nächste Fahrer von Mercedes, steht da irgendwas von Optionen, behaupten Insiderquellen. Oh, erstmal ein Anruf hier von Brian. Brian? Kaspar, kannst du mal schnell ins Rechenzentrum kommen? Was gibt's denn? Das Team sieht sich gerade die Daten von P3 zu Ende an. Sie wollen ein paar Aspekte der Reifenstrategie mit dir besprechen. Ist ein bisschen spät dafür, oder? Naja, wir wollen eben nichts machen, womit du nicht einverstanden bist. Okay, ich muss nur hier oben erst fertig werden. Wir warten so lange. Wann immer du Zeit hast. Danke, Brian. Ja, also auf alle Fälle ist hier die Rede von Devin Butler unter anderem, der stets kontroverse, der aber auch gute Saisons im Alfa Romeo abgeliefert hat und daneben Aiden Jackson. Keiner weiß zwar so genau, woher dieses Gerücht kommt, aber sein Traum ist es eben, im Mercedes zu fahren, aber dafür hat er nur Außenseiterchancen. Mal gucken, wie Ackermann die Chancen für ihn ändern kann. Eine andere Option für Mercedes wäre... Punkt, 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 okay. Mal gucken, ob da noch irgendein Dritter, vielleicht Lukas Weber, der sein Comeback gibt hier in der Formel 1 oder so. Kurz in die Mails geblickt. Einmal hier Aiden, nur so ein Gedanke. Kommt Aiden zum Teamdinner, könnte eine gute Gelegenheit sein, reinen Tisch zu machen. Das heißt, wenn du das willst. Hab übrigens gerade mit Lilly gesprochen, es geht ihr gut. Sie sieht sich mit deiner Mutter den Grand Prix an. Hab mich neulich mit einem Kontakt unterhalten, der mit Sportsendungen zu tun hat. Schon mal darüber nachgedacht, Kommentator zu werden oder als Experte vor der Kamera zu stehen. Du hast einen Ruf als jemand, der die Dinge beim Namen nennt und ich glaube, du könntest mit so etwas erfolgreich sein. Lass es mich wissen. Und zu guter Letzt noch Wettervorhersage und steht anscheinend eine bewölkte, aber trockene Session bevor. Okay, alles klar, damit weiter ab zu Brian. Erstmal oder so. Ein paar Runden vor Schluss hatte Ackermann mit seinem Aston Martin viele der Konkurrenten übertroffen. Eine alternative Reifenstrategie hat Ackermann anscheinend die perfekten Voraussetzungen verschafft, um noch besser abzuschließen und vielleicht sogar die schnellste Runde zu fahren. Kaspar, wir glauben, du kannst die schnellste Runde fahren. Jetzt? Ja, es sieht gerade gut aus. Versuch es. Kein Problem. Ja, versuchen wir es also. Unter anderem in die Top 10 zu kommen und die schnellste Runde zu fahren. Und wahrscheinlich haben wir auch irgendeine Konkurrenz hier mit Ackermann gerade übertroffen, wenn wir aktuell auf Platz 13 liegen. Ja, zwei beste Sektorzeiten. Übrigens, Überholmanöver gegen Russell war sehr einfach. Habe ich einfach auch nur aus dem Grund vor allen Dingen nicht gezeigt, weil da ein mega, mega Leck drin war. Also ihr hättet eh nichts gesehen, außer Standbild. Und die schnellste Runde nimmt man auf alle Fälle mit. Neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Neue schnellste Runde. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie in die Punkte kommen, dass wir auch ein bisschen was daraus kriegen. Nämlich einen Extrapunkt. Oh ja, Latifi hält da so ein bisschen auf. Wobei, ah nee, jetzt wird er uns aufhalten. Ja, ciao. Oh, wobei, doch nicht so schlimm. Ich dachte, er wird quasi in dieser Kurve aufhalten. Aber gut, am Ausgang geht schlimmer. Wir sind jetzt auf jeden Fall auch unter einer Sekunde hinter Giovinazzi, der ebenfalls auf Softs draußen ist. Geisteskranke Strategie auf alle Fälle bei Aston Martin. Das kann ja nicht mal Alfa Romeo. Haha. Ja, die machen genau das gleiche wie wir, aber... Dafür haben wir das Tempo und die Erfahrung von Ackermann und ziehen da natürlich ganz, ganz locker und souverän vorbei. Ocon jetzt hier außen auf den Harz. Natürlich kein wirklicher Gegner für uns. Und jetzt auf der Geraden, oh mein Gott. Da werden wir fast in Sainz reingedonnert. Jetzt Windschatten, DRS, ERS, Alonso wird, denke ich mal, auch mitgenommen. Oh, was war das denn? Fernandinho! Um Gottes Willen haut er mich da fast in die Wand rein.
Als nächstes vor uns übrigens wäre Aiden Jackson, aber nö, wir sind ja jetzt Kaspar Ackermann, der softe Typ mit Herz, deswegen, selbst wenn wir an ihn rankommen, werden wir ihn nicht überholen. Also so fair bin ich in dem Fall. Er soll schon das bessere Ergebnis bekommen als wir dann. Ja, Freunde, ihr habt Jeff gehört, letzte Runde des Rennens, Runde 13 von 13. Es wird, denke ich mal, auch nicht das letzte Rennen für heute gewesen sein. Wir werden auf alle Fälle noch das nächste Kapitel mit reinnehmen. Ja, vor uns Jackson versucht jetzt tatsächlich noch an Leclerc vorbeizukommen. Auf geht's, Aiden, komm mal und hol ihn dir, sehr schön, sehr schön. Ja, das sieht gut aus, wir kommen da auch noch mit rein. Ah, wobei kommen wir vielleicht auch nicht, wobei Leclerc hat natürlich harte Reifen. Jetzt machen wir hier den Außenmove und Tag-Team-Action von Aston Martin einfach mal. Die zwei absolut gehassten Rivalen jetzt und Teamkollegen natürlich. Jetzt also zusammen am Arbeiten und holen sich also am Ende die Positionen 5 und 6. Ganz, ganz stark gemacht. Jackson holt sich Leclerc in der letzten Runde und wir ziehen mit Platz 5 und 6 für Aston. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Großartige Leistung von Aston Martins Kaspar Ackermann heute. Er hatte die schnellste Runde, Stefan. Ja, und es passiert nicht so oft, dass sich jemand, der nicht für die drei Top-Teams fährt, diesen Extrapunkt holt. Aston Martin schien heute eine eher aggressive Reifenstrategie zu haben, aber es hat sich ausgezahlt. Unglaublich. Aston Martin kann jetzt durchaus um einen guten Platz im Mittelfeld mitkämpfen. Und vielleicht reicht es am Ende sogar noch zu Rang 4. Sie werden sehr zufrieden sein. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich so ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Aston Martin setzt eine alternative Reifenstrategie ein, die sich bezahlt macht, denn Kaspar Ackermann sichert sich damit nicht nur einen Platz unter den besten 10, sondern fährt auch die schnellste Runde in Sochi. Ja, kann man auf jeden Fall so machen, also das klingt definitiv nicht schlecht. Die längste Strecke in der Formel 1 ist in Spa, glaube ich. Ja, 7 Kilometer. Brian ruft uns an. Brian. Kaspar, ich wollte nur sagen, toll, dass du die schnellste Runde gefahren bist. Den Punkt können wir wirklich gebrauchen. Ja, das Team hat gute Arbeit geleistet. Und du bist gut gefahren, Kaspar. Also, gratuliere. Danke. Hey, es gibt Gerüchte, dass du die Team-Dinnerparty morgen schwänzen willst. Muss ich mir da wirklich Sorgen machen? Ich komme zur Dinnerparty, Brian. Wir haben Grund zum Feiern und einen tollen Ort dafür reserviert. Es wird dir gefallen. Kommt Zoe auch? Das lässt sie sich nicht entgehen. Großartig, sehr schön. Freust du dich schon drauf, Kaspar? Los, sag ja. Ich werde auf jeden Fall da sein. Naja, immerhin. Wir sehen uns dort. Danke, Brian. Ach ja, der gute alte Miesepeter Kaspar. Wir blicken mal kurz rein, irgendwas Interessantes. Oh, direkt der nächste Anruf von Zoe, dachte ich mir schon. Wir gehen ran. Hey, Zoe. Hey, hallo. Alle reden über die Team-Dinner-Party. Wir gehen immer noch dahin, oder? Sieht so aus. Ach komm schon, Kaspar. Du wirst diese Veranstaltung vermissen, wenn du nicht mehr dabei bist. Wir werden sehen. Warum habe ich nur einen so übellaunigen Kerl geheiratet? Weil er charmant genug ist, um das auszugleichen. Da habe ich was anderes gehört. Du darfst eben nicht alles glauben, was sie in den Nachrichten erzählen. Was machst du gerade? Nur E-Mails und so. Okay, ich glaube, ich gehe zurück zum Hotel. Wir sehen uns dort. Ciao. Ja, kurz zu den Mails. Kaspar, ich gehe normalerweise nicht viel auf Gerüchte ein, aber wenn es stimmt, was man sich im Fahrerlager erzählt, sieht es so aus, als ob ein paar der anderen Teams sich unsere Strategie ansehen, um herauszufinden, was ihnen ergangen ist. Tolles Ergebnis für das Team und großartige Leistung von dir. Gut gemacht. Kein Betreff von Ottmar Schaffner. Tolles Rennen heute, Kaspar. Den Punkt für die schnellste Runde können wir zurzeit gut gebrauchen. Ich kann es fast nicht glauben, dass du zurücktrittst. Willst du es dir nicht noch einmal überlegen? Wenn ja, lass es mich wissen. Ich hoffe, die Team-Dinner-Party gefällt dir. Brian hat alles gut organisiert. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hoffentlich gibt es da eine Sequenz zu. Würde ich mir auf jeden Fall gerne angucken. Am nächsten Abend. Aston Martin Team-Dinner. Nach einem weiteren erfolgreichen Rennwochenende findet das jährliche Team-Dinner von Aston Martin statt. Erstmal will ich euch allen zu der großartigen Leistung bisher gratulieren. Es gibt noch eine Menge zu tun, aber
Ihr habt euch einen Applaus verdient. Ihr wart fantastisch. Und ihr habt es sicher schon alle gehört, das hier ist Kaspers letzte Saison als Formel-1-Rennfahrer. Also, wenn ihr könnt, dann versucht bitte alles, um ihn davon abzubringen. War nur ein Spaß. Kasper, du wirst uns fehlen. Also gut, ich höre jetzt auf. Vorerst. Genießt den Abend und dann holen wir uns den vierten! Also, ich weiß, wie es hier läuft. Ich bin lange genug dabei. Und ich finde, du hast eine Zukunft hier. Ich habe schon viele Fahrer kommen und gehen sehen. Du bist was Besonderes. Du hast alles, was man braucht. Ganz ehrlich. Kaspar! Hi. Wo ist Zoe? Oh, sie ist hier irgendwo. Sie liebt sowas. Ah, und du nicht? Können wir uns setzen? Na klar doch. Setz dich, Aiden. Los. Warum hat das mit euch beiden nicht funktioniert? Brian, ich würde das jetzt lieber nicht... Mir ist egal, was du lieber würdest, Aiden. Kasper verlässt uns und ich weiß, dass deine Agentin sich umhört. Das ist vielleicht das letzte Mal, dass wir drei in Ruhe reden können. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns nach Abu Dhabi nie wieder. Also komm schon. Was ist los? Bitte. Ich will nur einen ruhigen Abend haben. Er bekommt mehr Geld als ich. Was? Ah, das erklärt den frostigen Empfang. Alle haben angefangen, über mein Alter zu reden. Und ich wollte mich beweisen. Beweisen, dass ich besser bin als der nächste Hit des Monats. Es war nicht deinetwegen, Aiden. Ich weiß auch nicht. Und was ist mit dir? Er wollte mich nicht im Team. Ich wollte... Du wolltest lieber Ricardo. Und du dachtest, ich bin nicht mehr gut genug. Was? Das stimmt gar nicht. Du fährst eine großartige Saison. Kannst du diese Zahl bestätigen? Ja, stimmt. Das war also die Vertragssumme, ja? Ja. Kann ich es ihm zeigen? Ihr seid mir schon wirklich ein paar Pfeifen, wisst ihr das? Du hättest es wissen müssen. Ich verstehe nicht ganz. Nein. Aber er schon. Es wäre ja fast witzig, wenn es nicht so tragisch wäre. Wie viele Punkte uns das wohl gekostet hat. Naja, ich empfehle mich. Ihr könnt euch später bei mir entschuldigen. Was meint er? Mich Idiot. Warum? Fahrergetratsche. Also ist nichts davon wahr? Die Fahrer tratschen viel. Und es gibt da einen, der sich besonders hervortut. Wer? Der mir in der Saisonvorbereitung gesagt hat, dass du den besseren Vertrag hast. Derjenige, der gesagt hat, dass du meintest, ich wäre alt. Und der hat dir wohl auch erzählt, dass ich dich nicht im Team haben wollte. Butler. Ich hab's geglaubt. Wie konnte ich nur so dumm sein? Nein, du bist nicht dumm, Kasper. Ich hatte ihm das gar nicht zugetraut. Was hat er davon? Er hat mächtig Schaden angerichtet. Der Crash letztes Jahr, der Streit in Kanada. Und all das hat es ihm nur noch viel leichter gemacht. Was können wir tun? Ihn schlagen. Oh.
Oh yeah, ein gemeinsamer Feind oder was? Devin Butler oder was, habe ich gehört. Da bin ich am absoluten Boot mit drin. Kapitel 14. Aston Martin hat die Chance auf den vierten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft. Die Fahrer haben ihre Streitigkeiten hinter sich gelassen und sind entschlossen, der Welt des Motorsports zu zeigen, was sie wirklich können. Zwei Wochen später, großer Preis von Japan. Hey. Hey. Wie ist es heute für dich da draußen? Hart. Die Reifen werden in den S-Kurven etwas zu heiß. Ja, kommt vor. Hast du einen Moment, Aiden? Klar. Wir sollen den vierten holen. Können wir Alfa Romeo noch einholen? Vielleicht. Butler fährt eine gute Saison. Sagt, er hat ein Angebot von Mercedes. Ich weiß. Er hat einfach mehr Erfahrung. Ich glaube, er kriegt die Stelle. Du hast gesagt, es war schon immer dein Traum, für sie zu fahren. Stimmt das? Ja. Das stimmt. Okay, ich werde dir Platz verschaffen. Tut mir leid, wie es bisher lief. Mir tut's auch leid. Ich will, dass wir den vierten holen. Ich will, dass wir Butler besiegen. Und dass du diese Stelle kriegst. Danke, Kasper. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber... Danke. Wir arbeiten zusammen und helfen uns, so gut es geht. Na dann los. Bei mir haben wir den Sturz angepasst. So kann man die Reifentemperatur besser kontrollieren. Okay. Ich werde meine Setup-Daten an dich weitergeben. Probier's doch mal aus. Danke, Kaspar. Frieden? Frieden. So sehe ich meine Jungs doch gerne. Frieden und sich die Hände reichen. Das ist doch wie Musik in meinen Ohren, obwohl es um einen Handschlag geht. So will ich meine Jungs doch sehen. Die Hände reichend, sich vertragend. Das Ziel aussuchen. Devin Butler. Den wollen wir schlagen. Platz 4 wollen wir noch holen. Auf jeden Fall ganz klare Geschichte. Presseupdate und ein Anruf von Aiden. Aiden. Kasper, hey. Hast du kurz Zeit? Klar. Den Sturz neu einzustellen hat echt geholfen. Ich wollte mich dafür nur kurz bedanken. Gern geschehen. Mit den Reifen ist es also besser geworden? Viel besser. Danke. Naja, jede Millisekunde zählt eben. Brian sagt, wir können Alfa Romeo einholen. Brian sagt viel, wenn der Tag lang ist. Konzentrieren wir uns aufs Rennen. Okay, Kasper. Wir sehen uns an der Strecke. Auf alle Fälle gibt es kein Gerede mehr über Feindseligkeiten zwischen Aiden und Kasper. Sehr schön. Also die beiden jetzt so als Dreamteam zu hören, feiere ich mega. Und hier nochmal kurz zum Rücktritt. Dein Ruhestand steht kurz bevor, Kasper. Wenn ich dir helfen soll, musst du bald eine Entscheidung treffen. Ich weiß, dass du ziemlich beschäftigt bist, aber wir müssen da was machen. Wochenendvorschau. Wettermäßig steht da nichts drin. Ansonsten weiß ich, glaube ich, wie die Strecke in Japan aussieht. Und dementsprechend gehen wir zum Rennen. Mit noch mehreren Runden zu fahren, visiert Ackermann die beiden Fahrer von Alfa Romeo an und versucht, den Weltmeisterschaftsrivalen seines Teams ein paar wichtige Punkte streitig zu machen. Die Rundenzeiten von Butler und Giovinazzi werden langsamer. Ich kann sie immer noch einholen. Okay, wir haben die frischeren Reifen. Greif an, setz sie unter Druck. Verstanden. Okay, okay. Besiege beide Fahrer von Alfa Romeo. Das ist unser Ziel und... Boah, die erste Kurve hier schon mal. Bin ich noch gar nicht im neuen Spiel gefahren. Ja, mal gucken, wie wir das hinbekommen. Japan ist ja eine Strecke, die gerade für Controller-Fahrer nicht gerade das Paradies ist, aber... Mal gucken. Ja, die beiden Alphas sollten vor Ricardo noch sein. Ja, Giovinazzi auf 11 und Butler dann... leicht aufs Gas kommen auf 10 dann vor ihm. Aber jetzt Konzentration, Freunde. Jetzt gegen Sainz nach der Spoon-Kurve. Ganz, ganz einfach hier. Brauchen wir nicht noch irgendwie bis 130R warten. Sondern können das Ganze direkt
vollziehe. Und jetzt vielleicht gegen Ricardo, ja, machen wir schon mal bemerkbar. Der Nazi ist nah. Mach Druck. Reifen blockiert bei ihm. Oh ja, diese Bodenwelle da, die ist gemein. Die ist echt gemein, aber sollen sich aufhalten. Wir ziehen vorbei an Daniel Ricciardo. Sehr schön. Und der Nazi lässt er den Platz da. Ja, er lässt den Platz und sortiert sich auch direkt hinter uns ein. So habe ich es doch gerne. Und jetzt Butler, Alter. Jetzt Butler, du kleine lügenverbreitende Sau. Du bist jetzt der Nächste. Oh, war fast hinten drauf gedonnert. Ist aber ein bisschen höher bremsen in dem Fall. Teamkollege ist in der Boxengasse. Müssen wir auch noch an die Box? Ich weiß es nicht. Kollision verursacht mit Butler, okay. Nee, wir müssen auf alle Fälle nicht mehr an die Box. Leicht rausgekommen. Mal gucken, wo Aiden auch wieder rauskommt. Also, wäre schon... Wäre eigentlich schon... Oh, mein Gott! Wäre eigentlich schon schön, wenn er vor den Alphas rauskommen würde. Du bist jetzt in den Top 10. Damit auch vor uns, aber jetzt mal gucken. Da kommt er gerade raus. Ja, beide auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, noch ein Alpine von Ocon bestimmt. Und wir ja gerade noch hinter Alonso waren. Und jetzt hinter Jackson. Meine beiden Alphas sind, aber ihr kennt mich, Freunde. Ich will immer ein bisschen mehr, als das Spiel nur von mir verlangt. Deswegen, alles gut, Aiden. Papa übernimmt das. Papa Kasper macht das schon. Ah, wir machen keinen Senna. Wir machen keinen Senna gegen Prost hier rein in die Kurve. Das traue ich mich nicht. Aber eine zieht die KI nämlich in die Kurve rein und dann war es das mit meinen Chancen. So, DRS und Windschatten gegen Alonso. Ach, der ist halt gerade so eine Sekunde hinter Gasly, ne? Es ist zum Mäusemelken. Jetzt hier den Berg rauf. Komm, 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 komm. Oh, komm, da innen rein. Nein, doch nicht, lieber nicht. Nee, 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 nee. Aber vielleicht jetzt in die Hahnhalkurve. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. ERS, Berg hoch, Spätbremsen, Hahnhalkurve treffen und Platz 8. Ja, und Pierre Gasly ist dann hier auch nicht so das große Ziel. Wollte ich eigentlich sagen, während wir aber zumindest vom Topspeed her nicht auf der Geraden vorbeikommen. Ja, wobei jetzt doch, er steckt zurück und damit kommen wir auch ohne RS tatsächlich vorbei. Sehr schön. Also 9 von 13 erst, aber auch also und geklärt 2 Sekunden vor uns. Ich habe nichts gesagt, aber wer weiß. Ja, und jetzt also Runde 11 von 13. Wir saugen uns immer mehr und mehr an den Ferrari ran, den 130 R. Ja, mit leichtem Radberührer. Aber wir sind vorbeigekommen. Perez gewinnt das Rennen. Herzlichen Glückwunsch. Wir begeben uns jetzt auch in Richtung letzter Sektor. Beziehungsweise Ende des letzten Sektors. Hier noch die Spoon-Kurve. Wunderbar mitgenommen. Norris vor uns werden wir leider nicht kriegen. Auch wenn wir gut Zeit aufgeholt haben. Aber dafür ist der gute Mann noch ein bisschen zu weit entfernt von uns. Ja, und ansonsten Jackson auf der 10. Alpha holt keine Punkte. Wir auf 6. Ja, ich sollte mal vielleicht auch nach vorne gucken auf die Straße. Wo es weitergeht, wo es lang geht. Und ja, also besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen. Friede bei Aston. Ja, Kaspar versucht für Aiden das Mercedes-Cockpit klar zu machen und man arbeitet gemeinsam als Team, um Alfa Romeo zu schlagen. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Großartige Leistung von Red Bull. Was für ein überzeugender Sieg. Aston Martin setzt Alfa Romeo weiter unter Druck. Die Lücke ist zwar noch ein bisschen zu groß, aber für Aston Martin hat das Spiel definitiv begonnen. Ja, Heiko, noch vor ein paar Monaten hätte ich Aston Martin nicht zugetraut, dass sie mit Alfa Romeo konkurrieren können. Jackson und Ackermann waren heute beide in absoluter Topform. Das stimmt. Und keine Anzeichen für Auseinandersetzungen zwischen den beiden auf oder abseits der Strecke. Glaubst du, sie haben ihre Streitigkeit beigelegt? Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team.
Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Das war ein starkes Ergebnis von Ihnen heute. Sind Sie zufrieden damit? Ich hatte heute ein paar Chancen, aber es ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja, schon eher die zweite Option, Konkurrenz stärker als je zuvor. Es kommt mir so vor, als sei die Konkurrenz dieses Jahr stärker als je zuvor. Das Team arbeitet auf Hochtouren, um da mitzuhalten. Also freuen wir uns über jeden Punkt. Mit diesen Punkten können Sie ein bisschen zu Alfa Romeo aufschließen. Denken Sie während des Rennens viel daran? Ich konzentriere mich lieber aufs Fahren und überlasse die Tabellen sich selbst. Auf jeden Fall, wir wollen so weit in der Tabelle aufsteigen, wie wir können. Ja, wollen wir auch. Auf jeden Fall, wir nähern uns dem Ende der Saison und wollen so weit in der Tabelle aufsteigen, wie wir können. Und im Moment heißt das Alfa Romeo einholen. Es ist also immer gut, wenn wir sie ein bisschen unter Druck setzen können. Wir haben Devin Butler eine ähnliche Frage gestellt und er sagte, ich zitiere, Aston Martin ist ein Saustall. Ich glaube nicht, dass die uns in nächster Zeit einholen können. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, ich muss ihm einfach das Gegenteil beweisen. Kein Kommentar. Klingt für mich so, als hätte er Angst. Ja, so klingt für mich auch. Klingt für mich so, als hätte er Angst. Vielen Dank für Ihre Zeit. Kapitel 15. Die beeindruckende Erfolgssträhne von Aston Martin hält weiter an und der Abstand zwischen dem vierten und fünften Platz in der Konstrukteursmeisterschaft schrumpft. An der Stelle, Freunde, sollte es aber erstmal gewesen sein. Von der heutigen 9. Folge von Breaking Point in der F1 2021. Falls ihr die 10. Folge heute noch sehen wollt, dann wisst ihr, was zu denken. Ja, dann wisst ihr, was zu tun ist, Freunde. Lasst auf jeden Fall viel Liebe da. Eskaliert mit dem Daumen nach oben. 2000 Likes sind das Ziel und dann kommt die 10. Folge heute noch online. Also, Freunde, eskaliert mit dem Daumen, Abo, Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Kapitel 15 wieder. Bis dahin, haut da rein und ciao.